Und hallo und herzlich willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal mit Schlaumann. Link ist in der Videobeschreibung. Lasst mir gerne ein Abo da zu Dragon Logistik. Würde mich sehr, sehr freuen auf alle Fälle. Wir machen Schwertransport, neues Update, neues Glück. Wir werden reich. Und wir müssen leider wieder von vorne anfangen, weil Speedy wieder nicht gespeichert hat. Nee, du hast ja nicht gespeichert. Ich kann nichts dafür. Ich habe alle meine LKWs. Das würden wir euch ja schon zeigen, wie man Autos und so. Egal. Wir fangen von klein an. Richtig. Folge 1, Nummer 358. Nee, das ist tatsächlich die dritte Folge. Ui. Ich werde die nachher und dann auch gleich fertig machen und hochladen. Da kommt dann am. Ja, warte mal, was haben wir morgen? Mittwoch, ne? Ja. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja, gut, okay. Dann werden die wahrscheinlich um 12 Uhr draußen sein. Um 12 oder 14 Uhr, sowas. Ja, wisst ihr Bescheid. Weil das sind jetzt Videos, die zwischenzeitlich kommen. Neue Updates. Videos kommen dann unangemeldet. Auf dass ich Zuschauer krieg. Ja, und das möchte ich auch in EDS2 bitte haben. Was jetzt? Das Gelblicht? Das Gelblicht haben wir. Beladen, abladen, umladen, Ladesicherung, aufsteigen, beim Kollegen mitfahren, bei längeren Touren. Ja, herzlich willkommen bei uns im Road. Ja, wir sind mal bitte fahren da vorne. Hallo? Hallo? Da fahr ich halt dann vorbei. Bleiben Sie stehen. Huch, das war knapp. Warum steht ihr hier? Also, tschüss. Wenn sie das noch mit dem Verkehr halbwegs hinkriegen würden, wäre ich glücklich. Ja. Das wird schwierig. Ja. Ach, und übrigens, wir fahren heute mal tagsüber. Ja, das ist richtig. Tatsächlich tagsüber. Kann jeder für sich einstellen, aber ja, wir haben Tag. Komm, LKW, den überholen wir jetzt. Nein, wir müssen gleich abfahren. Ich habe Angst. Ja, was denn jetzt? Überholen oder auch abfahren? Ich bin mir noch nicht sicher. Aber nee, der LKW war schnell verendet. Der fährt ja über 130. Komm ich nicht hinterher. Ich kann mich daran erinnern, dass ich 8 Stunden mal das Game ein Stück gezockt habe, oder waren es 12 Stunden? Und du so, ja, ich komm gleich, und dann ist er mal auf den Sofa eingepennt, ja. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich glaube, den Livestream finde ich noch irgendwo. Wolltest du ja nicht abfahren? Nee. Nee, okay. Ja, dann mal Gas. Okay. Ja, besser nicht. Das hätte ich jetzt für voll vernommen. Dann kriege ich die Kurve hier aber nicht. Ist das meine Fracht? Ja. Nee. Oh, es hängt. Ja, aber man muss sagen, dass nicht, also das Update hat es nicht verschlechtert. Es ist immer noch gleich wie immer. Nur dazu sagen. Also es gibt ja Updates, die denkt man sich ja. Aber. Mhm. Ich habe bis jetzt, ja gut, so Mini-Sachen sind, dass mal die Synchro für so eine Sekunde oder so, aber. Ja, es läuft auch inzwischen die beiden Fahrzeuge, ja. Ja. Zumindest bei, aber mit KI-Verkehr, ja. Ja gut, der ist halt noch nicht synchronisiert worden, ne? Das ist ja. Das wird, ob das überhaupt kommen wird, das glaube ich bei glaube nicht. Dafür ist das Spiel schon lange zu. Ist mir aber draußen. Auch egal. Ja. Ist einfach mal zur Abwechslung mal ein nettes anderes Game. Mal nicht auf dem Pferd sitzen. Ja, oder hinter dem Bus. Ja, richtig. Und nicht irgendwelche anderen Leute treffen, plus dann Blitzer und plus Straftat.
wie man das heute gesagt worden ist. Von der Polizei. Nur weil ich Krabben weggeschmissen habe, habe ich eine Straftat begangen. Meine ersten Sachen vor 5 Jahren waren Holz. Ich habe auch nur Holz im Wald wieder hingelegt. War das nicht Apfel? Nee, nicht der Apfel. Stimmt, Apfel waren das, stimmt. Apfel, die ich da einmal wieder zurückgelegt habe. Wo ich dann irgendwie 5.000 für bezahlen musste und ich schwer verletzt neben der Autobahn lag. Echt? Oh, aua. Da war ein Auto. Ja, ich dachte damals, schwer verletzt neben der Autobahn, da kam die Justiz an. Ich wollte ja einen Schaden haben. hat kein Mensch Lust, dass ich ja schwer verletzt rumliege, aber ab der Depot macht eine Abfrage und ruft die Justiz an, dass die vorbeikommen, mitten auf der Autobahn. Es war so. Das war auf der 6.0 dann, oder? Nee. Ja, doch, ja genau. Was macht er denn da? Alter! Ich bin hier gerade eben drauf geballert. Was macht denn der, Das seht ihr dann mit einem anderen Video, was der macht? Der Sprinter ist ja einmal im Kreis gefahren, wie sonst dann auf die Feld, also auf der Wiese wieder auf die Straße. Okay. Ja, macht man so. Auf jeden Fall. Das muss so! Oh, guck mal, ein Feld. Was? Da war ein Feld. Ja, da kannst du ansehen und mähen und ja, dreschen und pflügen und. Ja, wir kommen bei LS22. Bitte. Ich also diese KI hier ist aber auch Lasst mir dafür gerne ein Abo da, dafür, dass er gebremst hat. Hallo, der LKW! Also abenteuerlich, also ey, die haben die Karte überarbeitet. Ja, ich glaube auch. Also so habe ich die nicht in Erinnerung. Die Wege sind anders geworden auf jeden Fall. Ja. Hallo LKW, guten Tag. Bei mir ist keiner. Wer hält sich heutzutage noch an Geschwindigkeiten vor zu davon? Aha, der fällt auch über Rot. Ah, dann darf ich jetzt auch. Wenn die KI das darf, darf ich jetzt auch. Kein Problem. ist das hier oder ist das eine weiter? Ne, eine weiter, glaube ich. Cool. Ich würde sagen, das ist ja eigentlich auf den Gelände rein. Das wird Tor öffnen hier. Ja, super. Ob man das vordere Tor nehmen oder das hintere Tor, ist ja auch egal, ne? Ja, richtig. Kann ich da vorwärts reinfahren, muss ich schon wieder wenden. Also, du kannst vorwärts reinfahren. Fahr vorwärts rein. Ah, hier schon. Juhu. Hey, 5.000. 7.000. Juhu. Ja, dafür da schon 3 einfach heute. Das ist geil. Richtig. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.